Rein äußerlich wirkt der Bayer bodenständig, aber in ihm brodelt es und das muss raus. Seine Weltanschauung passt auf einen Teller oder auf ein Auto. Extreme Heimatliebende, extreme Trachtler, extreme Bayern. Eine Ausstellung in Haag in Oberbayern zeigt die Ideen von Künstlern zum Thema, ausgehend von 30 extremen Bayern. Organisiert hat die Ausstellung Peter Syr. Von ihm stammt das Kunstwerk des König Ludwig Wassers in der Haager Bank, ein angebliches homöopathisches Kini-Heilwasser. Der König Ludwig, als der verstorben ist im See, hat er Körperflüssigkeiten abgegeben. Es ist leider so, aber hier war es ein Segen, weil das ist mittlerweile so verdünnt, dass es nach homöopathischen Gesetzen D16 ist. Also Sie werden zum wirklichen Bayern, wenn Sie König Ludwig Wasser zu sich nehmen. Peter Syr kommt aus Haag in Oberbayern, in der sogenannten Provinz. Er hatte kein Geld für die Ausstellung, nur die Idee. Aber vom Bäcker bis zum Banker, von der Gemeinde bis zum Maler haben alle zusammengeholfen. Und schon gab es eine Kunstausstellung am Ort. Der Ottfried Fischer sagt, das Extreme in Bayern ist das Normale und umgekehrt. Das heißt, es fällt wirklich auf, ich habe ja da draußen in der Ausstellung 30 extreme Bayern zusammengestellt. Und was da aufgefallen ist, die extremsten gibt es in Oberbayern. Es ist schwierig, extreme Bayern in Franken zum Beispiel zu finden. In Oberbayern gibt es wesentlich mehr. Mal witzig, mal bös nähern sich die Künstler der Grenzsituation bayerisches Leben. Patrona Bavarie, mal anders interpretiert. Die Ausstellung in Haag in Oberbayern dauert noch bis zum 16. Juli.